Hallöchen und willkommen zurück zum Minecraft Let's Play. Ja, wir haben jetzt schon eine ganze Weile lang nicht mehr gespielt. Ich habe dafür jetzt immer mal Long Dark Folgen rausgehauen. Und ich werde jetzt wahrscheinlich auch beide Projekte aktiv weiterführen. Aber es gab jetzt jeden Tag ein Video, unglaublich, aber war es tatsächlich so. Ja, wie gesagt, es wird wahrscheinlich so weitergehen, dass ich immer mal beides mache, also immer mal das eine und dann mal das andere. Sollte eigentlich, denke ich, ganz okay sein so. Und naja, mal sehen, ob noch irgendwas anderes dazukommen wird, beziehungsweise inwiefern. Und naja, wir ernten mal ein bisschen Wolle und freuen uns, dass wir da sind. Total toll und so. Die Aufnahmesession hier wird übrigens nicht so sehr lange gehen, wahrscheinlich nur ein, zwei Folgen, weil ich dann Fußball gucke. Total toll. Es ist nämlich gerade relativ kurz davor und in 25 Minuten geht Fußball los, ungefähr. Ja, aber ich brauchte noch ein, zwei Völkchen mehr, denn morgen habe ich schon keine Folge mehr, Alter, für euch heute. Und deshalb nehme ich jetzt nochmal ein paar Folgen auf, auch wenn ich diese kurz vor knapp Aufnahmen eigentlich nicht gerne habe, aber naja. So kurz vor knapp ist es ja eigentlich auch nicht. Und es hätte auch gereicht, wenn ich heute Abend nochmal aufnehme. Aber da kann ich heute Abend dann erstmal die Folge hier oder die zwei Folgen schneiden und rendern. Und dann lade ich währenddessen nicht die anderen Folgen aufnehmen schon mal was hoch. Für morgen dann. Und für euch heute, wie gesagt. Ja, ist denke ich so ganz gut. Und ich weiß nicht, was wir mit der ganzen Wolle wollen, die ich hier gerade ernte. Aber es geht. Deshalb mache ich es einfach. Total toll. Okay, wir haben, denke ich, jetzt erstmal ein bisschen was an Wolle zusammen. Den zombiösen Herr hier drüben, den werde ich mal fix in zwei Teile hauen, genauso wie diesen zombiösen Herr hier drüben. Das wäre vielleicht ganz gut. Tschüss, zombiöser Herr. Da vorne ist auch noch einer. Noch ein Spinni. Aber der haut mich ebenfalls. Das ist ja gemein. Da sind noch mehr Zombies, die Herrschaften. Guten Tag, Herr Zombies. Jo und ciao mit V. Ich bin nicht nervig. Na gut, die war zum Glück relativ schnell in zwei Teile gehauen. Oben sind noch Zombies und vor allem meine Pferde. Aber die Pferde, die will ich jetzt eigentlich nicht zweiteilen. Da ist noch ein Bogenschütze. Den würde ich gerne noch zweiteilen. Und Skeletormeister. Tschüss. Und hier ist wieder das Schaf. Das hat eine Wolle. Das ist auch ganz toll für das Schaf. Den da teile ich auch nochmal eben in zwei Teile. Noch ein zombiöser Herr. Den kann ich eigentlich auch noch mal eben in feinen Kopf hauen oder in den Körper, wo auch immer hin. Ja, gibt es hier eigentlich mehr Schaden, wenn man in den Kopf schießt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube fast schon, dass man da mehr Schaden anrichtet. Weil ich werde zumindest. Na gut, Minecraft ist jetzt noch nicht so wirklich realistisch gewesen, aber ich wäre ziemlich ganz cool, wenn es so wäre. Mit den meisten Spielen ist es ja auch so, von daher. Naja. Willi, stirb. Willi, sterben. Dankeschön. Von wo kommen denn die alle? Na, da bist du da oben. Das, hallo, guten Tag. Tschüss. Und. Tschüss. Halt. Tschüss. Sollte wirklich lieber vielleicht ins Bett gehen, als hier mich mit 1000 Monstern zu boxen. Aber na gut. Ah, ich sollte ins Bett gehen. Da kommen noch mehr Monster. Auf
Auf der anderen Seite ist es auch mal was anderes, wenn man es mal mit Monstern boxt, ne? Ich entlegen uns jede Nacht pennen und diesmal haben wir halt mal ein bisschen Action und hauen mal ein paar Monster aufs Maul. Ist vielleicht auch nicht unbedingt immer schlecht. Eins ins Go. Oder sogar Möhre fallen lassen. Schön. Ciao mit V. Und Schü mit Ü. Hey, ciao. So. Gut, mal sehen, ob ich mich pennen legen kann oder ob Monster in der Nähe sind. Ich hoffe mal ersteres. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich gab übrigens mal wieder ein neues Update. Keine Ahnung, was dabei dazugekommen ist. Wird nicht allzu sehr interessant sein, vermutlich. Aber, naja, es kommt ja immer mal was dazu, ne? Das Lapium sollte ich vielleicht auch nochmal hier rüberholen, das Lapis Lazuli. Das ist vielleicht ganz sinnig, wenn ich das in Richtung Zauberbox tue. Nicht, dass das irgendwie verloren geht. Außerdem ist das immerhin ein Inventar-Slot, den es mir dann da permanent gerade zumüllt. Und weißt du, was wir jetzt machen? Das ist total spannend und total aufregend. Eigentlich überhaupt nicht, aber egal. Wir haben ja da drüben schon einen Anlegesteg für das Angeln eigentlich eher, als das direkt ein Bootsanlegesteg oder irgendwas in der Richtung ist. Steg, nicht Steg. Dann machen wir hier auch nochmal einen und den machen wir direkt als Bootsanlegesteg. Einfach bloß so einen kleinen. Können wir vielleicht in die Richtung auch nochmal einen kleinen machen. Einfach nur hier so einen kleinen Ticken. Dann stellen wir hier mal eben kurz eine Werkbank hin. Machen mal eben kurz ein paar Treppen. Ich mach mal ein paar mehr. So. Mach mal hier den hier noch. Es reicht, denke ich, sogar schon. Einfach weil es geht und weil das bestimmt total spannend und total toll ist, wenn ich denn hier so einen kleinen Anlegesteg gemacht habe. Da könnte vielleicht sogar, das werde ich auch machen, noch einen kleinen Ticken weiter rausgehen. Weil das dann halt einfach auch noch ein bisschen mehr aussieht, als wenn der hier gerade auf 3 Meter rangebaut wurde. Mache ich den mal bis hier. Das ist zwar minimale Holzverschwendung gerade. Aber es ist ja egal. Da, da, da. Nein, der war falsch. Seite ebenfalls nochmal so, so und so und auf der Seite nochmal so, so und so. Dann mache ich hier an der Ecke doch lieber den hier, würde ich sagen, und hier an der Ecke genauso lieber den hier und klatsch die alle nochmal einen kleinen Ticken höher. Macht Zaun rechts und links ran und dann denke ich mal, ist das sogar schon ein halbwegs akzeptabler Anlegesteg. Denn der sieht eigentlich, also von der Gegend her, sieht er ja, denke ich, ganz gut aus, weil, naja, hier ist direkt das Meer und das Haupthaus. Ich mache den sogar mal vorne noch ein Stück breiter. Das war vielleicht gar nicht so klug, was ich hier gerade gemacht habe.
ich weiß es nicht. Obwohl, dich Teil kann ich vielleicht doch wirklich dran lassen und sag einfach hier vorne an der Stelle nochmal. Gut, ich glaube, das war Quatsch. Nee, war es nicht, weil ich brauche die Dinger ja für Treppen und für Slabs. So und Slabs. Dass ich jetzt hier nochmal, sagen wir mal, bis hier rangehe. So. Nein, halt, das war falsch. Okay. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Beim dritten dann. 1, 2 und hier beim dritten dann. Ja, wenn wir heute noch unten ankommen, wäre vielleicht ganz gut. 1, 2, 3, 4.